Morgen, liebe Freunde, es ist der dritte Advent, falls ich richtig zähle. Und ich dachte, ich fange mit den ersten Aufnahmen für den Sampler Nummer 9 an. Kollege wieder mal hier im Park unterwegs. Und eigentlich möchte ich ein separates Video machen, einen Moment. Aber ich filme aus Entfernung ein bisschen was für euch. Und da vorne ist auch ein schöner Mo, den ich nicht gefilmt habe bis hierhin. Ein Sekündchen, Kamerawechsel, bam. Ist natürlich nicht, wie krass sich das vor der Kamera verhält, weil zwischen mir ist ein Zaun und ein Bach. Ich werde mir irgendwann die Zeit nehmen, spätestens im nächsten Jahr, einfach mal beim AKZ anzuklopfen und zu fragen, ob ich da rein darf, weil das ja eine legale Fläche sehr lange war. Jetzt laufe ich im Moment einfach mal drauf zu, um euch das vom Südpark aus zu zeigen. Ich muss zugeben, irgendwann vor 17 Jahren habe ich da auch mal gesprüht. Das war damals mein erstes legales Bild. Ja, sieht schon nicht schlecht aus von hier. Trotz der Gitter. Buddy, warte. Ein Sekündchen, gib mir mal die Leine. So, wie gut ist es denn? Ich weiß es nicht. Ich werde es nachher erst sehen. Da ist zum Beispiel ein Heiß, ein übertriebener Herb mit Schlange. Das ist halt die Rückseite des Gebäudes. Und das scheint mir ein bisschen neu, also jetzt abgesehen von den Bildern. Ich habe das ganze Gelände ein bisschen anders in Erinnerung. Aber ich war das letzte Mal ganz kurz zu Gast um 2007 oder 2008. Und danach habe ich das Gebäude zumindest nicht mehr großartig betreten. Ganz bestimmt nicht den Hof. Ich kann mich noch erinnern, irgendwann hat mal Dream hier geübt. Aber das war auch 2007 oder 2008. Und da habe ich dann was getaggt. Seht ihr den Totenkopf? Dann gucken wir noch einmal hier ein bisschen. Naja, was soll's? Ich werde mir die Mühe machen, da einfach mal anzuklopfen und eine Begehung zu machen. Dann mache ich ein separates Video. Das Gelände, denke ich, gehört zum Kindergarten. Da ist ein Kindergarten oder eher eine Schule. Eine Schule wird das sein, aber es ist zu. Und diesen Mo habe ich gerade entdeckt. Und da ich ihn zum ersten Mal sehe, steht vielleicht sogar 219 bei, glaube ich, in Pink, so rechts von, wo ist denn der Finger, da rechts vom E, mein rechts, da das links. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Da haben wir wieder was für den Sampler, ne? Und wie gesagt, den Besuch beim AKZ, ich lasse die Leute mal in Ruhe bis zum neuen Jahr, denke ich. Dann klopfe ich an und frage, ob ich mal da durchgehen kann, alles fotografieren und filmen kann. Was haltet ihr denn von der Idee, ein Fotoband rauszubringen mit, ja, keine Ahnung, 2, 3 Jahre Fotos sammeln und gucken, was hier passiert ist in Recklinghausen oder in NRW? Ist natürlich Archivarbeit. Ich hatte mal gesagt, dass RE Kolos so ein Archiv aus 20 Jahren hat. Grüße nochmal raus, aber das ist ja seins. Und er wollte das zum Beispiel auch rausbringen. Das heißt, er hat wirklich. Wenn er irgendwann 93, 94 mit Analogfotografie angefangen hat und jetzt digital stabil nachgeschossen hat, ihr müsst ja nur auf seinen Instagram-Account gehen, da müssen krasse Sachen sein, ne, bei so einem Liebhaber. Ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, sowas mal in Angriff zu nehmen und dann in 2, 3 Jahren rauszubringen. Übertrieben Graffiti ist hier gerade nicht, aber naja, der Südpark erstrahlt in Frost und Nebel von den letzten 2 Tagen. Sieht aus wie Schnee. Hier ist ein Weed 1 und ein Fast. Aber eigentlich wollte ich euch den Frost zeigen. Hier überall. Ich denke, das stört jetzt nicht, wenn man, außer von dem Gerede von gerade und grundsätzlich, die Natur hat das hier alles schön weiß angemalt zu diesem Sonntagmorgen. Und wir ziehen uns das hier ein bisschen rein. Ne? Bisschen hier der Schnee, der glückliche Hund schnüffelt überall fröhlich. Oh, das ist ein Hasen, hat er nicht gesehen oder keinen Bock auf die gehabt. Ja, krass, ne? Schön. Da drüben ist übrigens ein Kind auf dem Eis, aber mit seinem Vater, halte ich für keine gute Idee. Naja, kurz, weil da kommt ein Hund. Ich habe hier was entdeckt, was ich vorher nicht gesehen habe. Ein WM-Tag, da hinten sind die Symes. Und da ist der Park. Ich fand es jetzt witzig, das Tag einmal zu machen, weil es halt sich ergeben hat.
Ja, so eine Stromkästen sind auch immer viel rasiert, mal mehr, mal weniger und zeigen schon krass, wer in der Gegend gewesen ist. Ich habe euch ja letztens gesagt, ein Video gemacht, 20 Jahre Graffiti-Geschichte aus dem Kasten. Hier werden wir ähnlich bedient. OWR, ich denke, die Crew ist auch um die 20 Jahre alt. Da unten in Schwarz kann ich nicht so gut lesen. Dann habt ihr hier Uzi auch um die 20. Ne, ist das überhaupt ein Uzi? Nein, da vertue ich mich, tut mir leid. Das ist was anderes. Doch, nee, Quatsch. Uzi mit Stern, 030. Dann Flow, habe ich jetzt ein paar Mal gefilmt und gesehen. Schock ist hier in der Gegend bekannter Name. VHM, tut mir leid, ich weiß nicht. Dann zu den kleineren Dingern hier. Ne, habt ihr Juice, Chero, CSZ, ja, Laser, finde ich sehr spannend. Laser, Alter, so 80s-mäßig. Und hier habt ihr Leise. Nochmal Flow. Ich filme jetzt einfach drei Kästen, die hier stehen. Ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt. Höhe Wasserbank bin ich. Dann habt ihr EMF, SWR, Rio, Chero One, Post 1. Dann geht man hier einfach rüber. Da sind ähnliche Tags. Dieser Bali zum Beispiel, auf den wir jetzt auch zulaufen, das kommt nicht so häufig vor. Ich weiß nicht. Hier habt ihr dann gleich Uzi, Flow, ein Kid, ein Shop. Das müsste das älteste sein. Rice. Und dann ist da nichts. Dieser Bali, ich weiß nicht, vielleicht war der zu Gast hier. Hier ist noch ein älterer Rice in Schwarz, der ist weg. So, der Uzi ist verblichen, das ist so ein sehr helles Gelb gewesen. Dann geht man einfach auf die nächste Straßenseite. Aber ich muss sagen, genau diese Ecke hier ist hart gespottet. Also hier ist die Kästen. IOM, SAG und RGS. So seht ihr. Dann habt ihr nochmal dieses Lace. Dann habt ihr hier diesen Shop in Mo Sticker, den ich mal gefilmt habe. Boah, das kann ich gerade nicht lesen, ey. Elo. Und dann, ich glaube immer noch, dieses Tag soll heißen Crime One. Aber ich bin zwischendurch, je nachdem, wie es angebracht ist, unsicher. Dann gibt es hier noch so ein EPL-Tag. Das finde ich gut, der hat wieder dieses Herz eingebaut. Mit Grüße zu Bali, Flow, nochmal Dings. Ich zum Beispiel spreche mich gegen Kommunismus aus, deswegen ist es nicht so meins. Da hättet ihr noch diesen Clamo 45 in Pink, Kalligrafie Cap. Und das Ding leuchtet. Guck mal, das ist sogar aufgeklebt, seht ihr das? Das Ding leuchtet. Also die Ultras und die Schalke-Fans, um es so auszudrücken, die haben mittlerweile halt auch Geld und haben Plan, wie man sowas macht. Hier habt ihr noch einen Mo Shop und Ratz. Ja, Ratz. Und ein Shop in Pink ist weg. Ja, wir sind hier. Da geht es zum Schimmelheider Park. Da haben wir aber eigentlich fast alles schon rausgeholt. Ich dachte, wenn ich jetzt gleich nach meinem Sportstudio-Besuch zu Hause ein bisschen Papierwork mache. Ja, heißt sogar Schimmelheider Weg, wusste ich nicht. Und das ist die Bergknappenstraße, wusste ich auch nicht. Naja, dann dachte ich, dann cutte ich das. Ein Sampler mehr. Muss ja nicht immer gleich der krasseste Sampler sein. Ist so, dass man zum Beispiel gerade bei dieser Recklinghausen-Süd-Sampler-Geschichte kommt dann halt mal was Krasses, wann es weniger Krasses. Und das finde ich ist das Spannende an dem Ganzen. Wo ich jetzt richtig Bock drauf habe, ist irgendwann das AKZ zu besuchen und zu begehen. Aber ich glaube, das mache ich als ein Sondervideo. Und ja, dann gucken wir mal, was hier noch so geht. Und haben es dann alles irgendwann zusammen. Ich meine, da kommt ja ständig was Neues dazu. Ich habe jetzt noch nicht alle Ecken hier ausgecheckt.
fand aber sehr spannend, so ein Recklinghausen-Süd-Projekt einfach mal zu machen. Und finde es generell sehr spannend, zwischendurch das alles so zu dokumentieren. Ich werde jetzt noch parallel zum Frühling, denke ich, mich ransetzen und so ein Fotoarchiv vernünftiger aufbauen. Und versuchen das dann halt wirklich monatlich mit verschiedenen Spots zu katalogisieren. Aber ich denke, nach 3 Monaten, wenn man so ein Fotoarchiv macht, nach 3 Monaten hast du spätestens so viele Daten, dass du teilweise sowieso den kompletten Überblick verlierst darüber. Ja, der Spot hier bietet allerdings noch einen dritten getaggten Kasten. Einen vierten. Da steht dann, glaube ich, Frack. F-R-A-K. Könnte auch ein Friak sein. Einfach mal ein Friak. Da ist noch ein Juice-Tag. Dann ist hier ein Smiley-Gesicht. Hier voll hammermäßig, krasse Styles, charaktermäßig. Naja, Leute, aber hier habt ihr noch ein sehr kleines Chrom-Juice. Und so sieht es hier dann aus, wenn es kalt ist, halt auch. Ne? So sieht es hier aus. Da ist ein Stein. Das war dann wohl nicht der spektakulärste Sampler von allen. Aber, naja, ein zeitgeschichtliche Momentaufnahmen zu Tags. 3. Advent 2022, 16. 17. Dezember, wer weiß das schon. Ciao, ciao.